Und die Zahl der Neuinfektionen, die sinkt in Deutschland weiter. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut aktuell bei 68. Und Bund und Länder streben an jedoch weiterhin einen Wert von unter 50 an. Seit gestern hat das RKI 8.072 Positivtests registriert, 1.633 weniger als noch vergangenen Mittwoch. Außerdem meldet die Behörde 813 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. 81.801 Impfungen gab es seit gestern. 3.369.433 Impfdosen sind jetzt insgesamt verabreicht worden. Und Familienministerin Franziska Giffey, sie fordert einen massiven Einsatz von Schnelltests in den Schulen vorzubereiten. Die SPD-Politikerin sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, Schnelltests seien eine riesige Chance für die Öffnungsstrategien. Ihr Einsatz müsse jetzt auch vorbereitet werden, damit sie auch sofort genutzt werden können, wenn sie zugelassen und verfügbar sind. Seit dem 2. Februar sind Schnelltests ja zur Anwendung auch durch nichtmedizinisches Personal zugelassen. In Potsdam und Bremen werden sie bereits eingesetzt und Berlin hat sie auch schon bestellt.